Herzlich willkommen, Herr Professor Michael Lux, Leiter des Brustzentrums in Erlangen hier in San Antonio beim größten Brustkrebskongress 2013. Es gab wieder spannende Vorträge gestern, zum Beispiel auf einen würde ich ganz gerne eingehen, und zwar auf die PRIME-2-Studie, so heißt die Studie, die die untersucht hat, ob Patientinnen mit einer sogenannten adjuvanten, also vorbeugenden antihormonellen Therapie und Bestrahlung der Brust, die älter als 65 Jahre alt sind, ob die zukünftig anders behandelt werden könnten als jüngere Frauen. Erstmal herzlichen Dank für das Interview und die Einladung hierzu. Und das ist natürlich eine ganz interessante Studie. Worum ging es in dieser Studie? In dieser Studie war die Fragestellung, ob man bei Patienten, die über 65 sind, einen relativ kleinen Tumor haben, das heißt unter 3 cm, mit guten Eigenschaften, was bedeutet, es spricht auf Hormone an, ob man hier nicht die Strahlentherapie bei einer Brusterhaltung komplett weglassen kann. Also nicht verkürzen oder reduzieren, sondern komplett weglassen. Wurde vorgestellt von einem englischen Referenten, und da merkt man auch so ein bisschen vielleicht zwischen den Zeilen die Fragestellung. England ist ja auch bekannt dafür, Kosten einsparen zu wollen, und das ist natürlich auch eine wichtige Fragestellung. Aus unserer Sicht natürlich für die Patientin die Fragestellung: Können wir der Patientin durch die weniger Therapie, können wir sie entlasten, weniger Nebenwirkungen, weniger Zeit im Krankenhaus? Die Fragestellung ist absolut relevant. Was kam raus? Die haben jetzt Daten vom Verlauf über 5 Jahre, und nach 5 Jahren haben sie ausgewertet. Die hatten bei Bestrahlung eine Rezidivrate, dass in der Brust wieder was auftritt, von 1%. Wenn sie nicht bestrahlt waren, waren es 3% mehr, also 4%. Der Referent hat daraus geschlossen, 4% ist nicht hoch, kann man weglassen. Da ist wieder vielleicht ein bisschen kritischer Blick meinerseits, ob man das so pauschal sagen kann. Ich weiß natürlich, und ich möchte auch gern, Strahlentherapie ist eine belastende Option, kann man sie weglassen oder nicht. Auf der anderen Seite, die Strahlentherapeuten in dem Fall sagen ja immer, man muss warten, bevor man zuverlässige Ergebnisse hat. Normalerweise nach Beobachtungszeiten 10 Jahre, 15 Jahre. Wenn es jetzt 3% ist, mehr an Rezidiven nach 5 Jahren, wie schaut das Ganze denn in 10 Jahren aus? Sind es vielleicht dann 10% Unterschied? Und das wäre relevant. Und es gibt ja auch noch die heilige Regel, jedes 5. Rezidiv, das in der Brust auftritt, führt zum Tode. Und wenn wir uns da berücksichtigen, dass durch eine höhere Rezidivrate von dann vielleicht 10% nach einigen Jahren einige Patienten mehr daran sterben können, wäre ich im Moment mit solchen Empfehlungen, wie die Engländer es vielleicht von sich geben, noch sehr, sehr vorsichtig. Sicherlich, es gibt Einzelfälle, wo man vielleicht auch sagt, aufgrund von Begleiterkrankungen, wenn die Kriterien dieser Studie erfüllen, wo die Strahlenbelastung eine besondere Strahlentherapie eine besondere Belastung wäre, dass man da vielleicht sagt, unter dem Fall könnte man sie vielleicht weglassen. Generell pauschalisieren würde ich es für Deutschland nicht. Ich bin sehr froh, dass Sie diese Sichtweise haben, denn mir gingen genau diese Gedanken auch durch den Kopf. Ich habe mir überlegt, eine 65-jährige Frau, Patientin, die kann eventuell 90, 95 werden. Wir haben heute eine sehr hohe Lebenserwartung. Und da habe ich mir überlegt, das ist ein viel zu großes Risiko, eben aufgrund der 5 Jahre Follow-up, das viel zu wenig ist. Und ich bin froh, dass Sie also das auch so kritisch sehen und es auch so kritisch artikulieren. Wir können hier auch einfach die Zahlen nehmen. In der einen mit Bestrahlung gab es 6 Patienten mit einem Lokalrezidiv. Ohne Bestrahlung waren es 26. Das heißt, 20 Frauen mehr. In der Studie waren ungefähr 1000 Frauen. 20, das heißt, rechnerisch, wenn man das durch 5 teilen, sind 4 Patienten durch die Vermeidung der Strahlentherapie mehr gestorben. 4 von 1000. Ich möchte das jetzt nicht bewerten, sondern einfach nur darstellen, dass jeder das für sich bewerten kann, ob man das viel oder wenig findet. 4 von 1000 Frauen, die vielleicht mehr gestorben sind, weil man darauf verzichtet hat. Wichtig ist, sind die Daten, dass man jetzt erkennen kann, es gibt eine Option, zum Beispiel für Frauen, für Patientinnen, die andere Erkrankungen, schwere Erkrankungen haben,
wo die Bestrahlung einfach zu belastend wäre. Und wenn man dann eben sich die Biologie des Tumors anschaut und dann sagt, das ist wirklich mit geringem Risiko einer Wiedererkrankung, dass man dann mit der Patientin in Absprache überlegt, ob das sinnvoll ist. Aber es zu generalisieren, also habe ich Sie verstanden, ist einfach noch zu früh. Absolut. Ich denke, da sind wir uns einig. Man kann die Daten der Patientin und deren Angehörigen vorstellen und gemeinsam entscheiden, aber keine pauschale Empfehlung gegen die Strahlentherapie bei solchen Patienten. Auch in Berücksichtigung auf die zunehmende Lebenserwartung, die immer weiter steigen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, Herr Professor. Sehr gerne.